Wir verstehen uns auch heute noch als Pioniere, die versuchen, das Ganze, was eben früher Trend war und heute eben irgendwo etabliert ist, nachhaltig und bodenständig sozusagen wachsen zu lassen. Ich bin der Michael Henisch, Geschäftsführer von Freaks for Gaming. Wir sind eine auf Gaming und E-Sports fokussierte Werbe- und Marketingagentur. Wir helfen Unternehmen, Gamer als Zielgruppe zu erreichen. Wir haben schon seit eh und je Videoinhalte produziert für Gamer, weil es halt einfach ein sehr digitales Medium ist, über was wir da kommunizieren. Und haben angefangen, aus Webproduktionsstudios zu produzieren. Wir haben dann 2015 mit einer ehemaligen Fernsehgröße sozusagen zusammen auch mal einen Aufschlag gemacht, Gaming ins Fernsehen zurückzubringen. Und haben schnell festgestellt, dass mit den Webproduktionsstudios, die wir haben, wir eine bestimmte Form von Storytelling oder auch visuellem Anspruch nicht gerecht werden. Und haben uns dann eben zum Ziel genommen, größere Studios zu bauen, die eben in TV-Qualität oder auch fürs Fernsehen produzieren können. Und haben das dann projektiert und insgesamt halt ein Projektvolumen von etwas über 4,5 Millionen Euro vor uns gesehen und dafür dann GRW-Mittel in Anspruch genommen, um das realisieren zu können. Wir haben insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert in die Schaffung von drei neuen Studios und drei Regieräumen, die beliebig miteinander verbunden werden können. All das ist verbunden über einen zentralen Geräteraum, in dem praktisch die ganze Technik dann lagert, die das dann alles zusammenbindet. Wir haben einen zentralen Video-Hub, in dem alle Videosignale zusammenlaufen und ansonsten eben sehr viel der modernsten Technik, die, als wir fertiggestellt haben, gerade in den Markt reingekommen ist. Das heißt, wir sind in eigentlich allen Bereichen mindestens nativ auf Ultra HD, 4K. In einigen Bereichen der Switcher auch bereits im Bereich 8K. Und produzieren dann eben aus den verschiedenen Studios heraus verschiedene Spiele beispielsweise. Wir haben ein Studio, in dem wir vorwiegend League of Legends produzieren. Wir haben aktuell ein Studio, aus dem wir vorwiegend Valorant produzieren. Beide Spiele gehören zum Publisher Riot Games. Hier im Studio produzieren wir für verschiedene Kunden, beispielsweise eben für das Projekt Overtake, wo der Porsche-Konzern dahinter steht, genauso wie eben auch für ProSiebenSat.1. Verschiedene Produktionen. Also wir haben eine sehr breite Kundenbasis von Marken, genauso auch wie von sonstigen Veranstaltern, die eben mit uns zusammen produzieren hier vor Ort. Wir haben uns entschieden, GRW-Mittel in Anspruch zu nehmen für den Ausbau unserer Produktionsflächen, weil wir verschiedene Programme verglichen haben, gemerkt haben, dass es eben mit der Finanzierung über die beiden Hausbanken, mit denen wir arbeiten und eben auch über die Auszahlung als Zuschuss in Höhe von 20% bei unserer Unternehmensgröße das optimale Programm ist, um die Studios zu bauen. Tatsächlich haben wir das Programm schon weiterempfohlen. Es gibt ein anderes Spandauer Unternehmen, was von ehemaligen Mitarbeitern von uns gegründet wurde. Den haben wir empfohlen, für den Ausbau ihrer Büroflächen eben auch GRW-Mittel in Anspruch zu nehmen, weil es auf der einen Seite ein recht einfach zu beantragendes Programm ist, zum anderen auch sehr klar ist, wofür du die Mittel ausgeben kannst. Man genießt, würde ich sagen, eine große Freiheit im Rahmen von dem, was da zulässig ist. Und deswegen, ja, es ist ein unkompliziertes Programm, es ist eine tolle Unterstützung für Unternehmer und ich kann nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und GRW-Mittel zu beantragen, wenn es passt. Was wir merken, ist, dass es ein großes Interesse gibt, seitens Marken, seitens TV-Sendern, Inhalte zu finden, die für die jugendliche Zielgruppe oder die jungen Erwachsenen-Zielgruppe relevant sind. Und da ist ja Gaming eines der großen Themen. Es wird wahrscheinlich perspektivisch eines der größten Entertainment-Themen überhaupt werden.